Sonntagnachmittag, genau die richtige Zeit, um schön nochmal 2 Stunden Rome aufzunehmen. Und ja, ich muss gerade mal gucken, was ich eigentlich letztes Mal gemacht habe, was ich vorhatte. Zu euren Diensten. Ich glaube, die Ausgar waren an der Reihe. Genau, hier hatte ich schon die Feldarmee geschlagen, die flüchtet hier schon. Wir hungern nach einer Schlacht. Und die Truppen von Caesar waren, ja, dabei, hier die Siedlung anzugreifen. Ja, spielen wir direkt einfach mal aus. Ich glaube, das könnte ich wahrscheinlich mit meiner Reiterei alleine machen. Schauen wir einfach mal. Sollte aber funktionieren. Achso, die 4. Legion hatte ich noch daneben gezogen. Die kann noch supporten. Geht also genau da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Wetterbedingungen. Ach komm. Nebel ist mir jetzt auch egal. Stellt euch auf. Da ist der Feind. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ich bevorzuge Sieg über Niederlage. Heute werden wir gemeinsam den Sieg erringen. Ja. Caesar nochmal eine gute Ansprache gehalten. Meine Verstärkung ist auch da. Beziehungsweise kommt da gerade. Ja, wunderbar. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wie jetzt schon? Das ist interessant. Ich habe noch gar nichts gemacht eigentlich. Wann hatte ich den nicht eigentlich ausgestellt? Warte, ausschalten. Geht doch. Sagen wir nicht. Mir war doch so, als ob ich das letztes Mal. Eigentlich hätte ich den noch. Gewürgt. Ja, das müsste doch alles sein. Dann rückt mal vor. Ich denke, wir müssten jetzt eigentlich hier die militärische Hoheit haben in der ganzen Provinz, also in ganz Gallien und Germanien. Also ich werde versuchen jetzt doch ein bisschen offensiver. Bisher habe ich eigentlich fast nur mich verteidigt, gegen die Germanen zumindest. Ein bisschen offensiver vorgehen. Und gucken wir mal. Also ich hoffe, dass sich zumindest auch die KI irgendwann wieder einkriegt, nicht so wie in der letzten Session. Das war ja schon ein bisschen bitter zum Teil. So, wir springen gerade vor, dass meine Leute sich einmal positionieren können. Feind positioniert sich auch. Ja, kann er ruhig machen. Er hat halt so viel Plänkler, aber sonst halt leider gar nichts. Speerkämpfer. Und Stammeskrieger. Ja, die werden ihm nicht so wirklich weiterhelfen, denke ich. Wahrscheinlich würde eine meiner beiden Truppen hier schon reichen. Aber wir machen das ordentlich. Und mit dem taktischen Genie der Römer. Geht das eigentlich noch? Nee, schade. Früher konnte man, oder in Empire konnte man, glaube ich, mit der Leertaste die so reihenweise vorrücken lassen. Haben sie aber rausgenommen. Würde ich auch nicht unbedingt reinpassen. Glaube ich. Ja, hier haben wir noch jede Menge Legionäre. Die schicke ich einfach gleich in Schickrückinformationen und schicke ich dann da rein. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Zack, 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 zack. Nehmen wir einfach die, die noch einigermaßen fit sind.
Rekrutinformation, Gorgon. Und dann machen wir mal eine eigene Control Group für die auf. Und schicken die mal nach hier vorne. Ich werde das nur mit den Legionären machen, das ist am einfachsten. Vielleicht ziehe ich meine Reiter noch dazu. Ich mache das nochmal so. So, ich denke, das können wir so lassen. Da sammelt man sich gerade. Hier ist man schon soweit. Greift ihre Positionen an! Ich erwarte eure Befehle! Legionäre! Hier nach! Nahkampfgruppen erwarten Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Schneidet sie in Stücke! Zerstückelt sie! Legionäre! An die Waffen! So. Die rücken vor, der Rest muss eigentlich gar nicht viel machen. Und der Reiter kann ich hier hinter dem Wäldchen quasi warten lassen. Schauen wir mal, wie die KI darauf reagiert, wenn ich von der einen Seite rein mit Kavallerie komme und von der anderen Seite nur mit Legionären in Schückeinformation, gegen die er quasi nichts machen kann. Das Ziel ist halt, das jetzt nicht komplett ohne Verlust, aber einigermaßen ohne Verlust über die Bühne zu bringen hier in die Schlacht. Wie die Armeen intakt bleiben. So, Multis drehen. Ja, die können jetzt hier ihrem Shit werfen, meinetwegen. Angreifen! Bereit zum Einsatz! Rückt vor! Meine Kavallerie kann ich sogar auch ein Stück Information vorrücken lassen. Muss ich aber, glaube ich, gar nicht, weil die einfach jetzt mal hier reinpreschen. Ja, und dann einfach mal so eine ganze Abteilung hinüber ist. Direkt wieder rausziehen. Mit Brandpfeilen beschossen. Aber sollte kein Problem darstellen. So, da haben wir eigentlich alles wirklich schon verzahnt. Da sollte jetzt wenig wegkommen. Das geht hier nicht so ab. Ja, okay. Also wenn man nicht stumpf die KI zurennt, dann kann man sich doch noch einen ganzen Haufen sparen. Die Legionäre sind nach wie vor einfach, ja, fast schon broken, würde ich sagen.
Ja, 86 Verluste. Ich habe 1400 Leute gemeuchelt. Das geht mal ganz gut ab. Und das Dorf werden wir besetzen. Damit haben wir nämlich die Provinz hier auch im Sack. Elium Berum gehört jetzt auch uns. Ibera, Fraktion vernichtet die Ausgar. Oh ja. Ja, wir haben leider keine Kohle, um hier irgendwas zu machen. Also reißen wir erstmal alles ab. Und bauen das nächste Runde dann wieder auf. Spionage könnten wir jetzt mal in Richtung hier oben betreiben. Caesar steht schon in der Siedlung. Sieht in der Provinz aus. Minus 2, warum? Was haben wir da? Kulturelle Unterschiede und Sklaven. Die kulturellen Unterschiede müssen aber eigentlich immer mal weggehen. Ich hab doch hier schon einen Tempel gebaut. Ja, sonst stellen wir eigentlich die vierte Legion einfach mal hier in Tolosa ab. Weil die beiden Legionen werden dann irgendwann mal hier nach Norden vorstoßen. Je nachdem, wer sich da so als Feind anbietet. So, was haben wir hier in Germanien noch? Die letzten Überreste der germanischen Invasionsarmee, unter anderem. Ja. Gallische Rebellen sind mir erstmal egal, die Nemeter und die Germanische Konföderation aber nicht. Also werden diese drei Provinzen, beziehungsweise die vier mit den Rebellen, ist eigentlich erstmal das, was ich irgendwie brauche, damit hier Ruhe reinkommt. Schicken wir meine Spione mal etwas nach vorne. Okay, also hier hat er noch einen ganzen Haufen Truppen stehen. So mächtig viel ist es aber auch nicht. Ich erwarte eure Befehle. Insbesondere, dass hier eine komplett volle Armee ist. Angriff! Ja. Kann ich den noch einholen? Ja, wahrscheinlich der nächste Spacko hier wird jetzt gleich erstmal wieder die Stadt angreifen. Ich kenne die noch. Das wäre natürlich auch ganz schön nervig, jetzt muss ich sagen. Die Rebellen lasse ich erstmal in Ruhe, weil die mir nichts tun werden. Die sind nämlich hier wahrscheinlich mit ihren Nachbarstaaten genauso beschäftigt. Die kann ich mir später immer noch holen. Die Gefahr kommt eigentlich nur von hier rechts. Und hier habe ich jetzt aber zwei voll ausgebildete Legionen. Zu euren Diensten. Die Frage, was ich damit mache. Komm, weißt du was? Ich glaube, greifen gleich hier Agenturatum an. Dann ist er das nämlich los als Basis. Und die dritte Legion sichert quasi nach hier hinten ab. Und kann im Zweifelsfall Rauricorum in der nächsten Runde wieder erobern. Falls er da dumm genug ist, irgendwas in die Richtung zu machen. Ja, greifen wir die Siedlung an. Das könnte mal wieder eine etwas größere Schlacht werden. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich dann einfach am Ende der Folge ganz brutal abcutten. Und das Traurige ist ja, dass das alles irgendwie keine Herausforderung mehr für mich darstellt. Ich brauche, glaube ich, mal mehr Krieg oder ich hätte von Anfang an einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Ich zwinge mich jetzt einfach mal immer dazu, das Wetter zu benutzen, was tatsächlich herrscht und nicht irgendwie dazu warten, dass schönes Wetter wird. So, ja, ich muss eigentlich nur hier den Dorfplatz einnehmen.
Gefecht starten. Nun, zumindest die Bärte unserer Feinde sind eindrucksvoll. Ein Jammer, dass es ihnen komplett an Verstand fehlt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Würgt sie zurück in ihre Hütten rennen. Macht euch bereit. Ich hab den doch eben ausgeschaltet. Was will der von mir? Ja, die Bärte unserer Feinde sind mächtig. Das ist doch schon mal was. Kann ich sie nur zu beglückwünschen. Legionäre Marsch. Die freien Herbanner bleiben mal hier. Ich weiß halt nicht, wo die Verstärkung vom Gegner kommt. Die von hier vorne kommt oder wieder mal von der Seite oder sonst so. Keltische Krieger und ein Trupp Legionäre. Kann ich mich in den Rahmen ziehen? Wenn man unfähig ist. Weiter zu mir! Die Sache ist nur, diese sollte auf jeden Fall meine Belagerungswaffen schützen, weil die werde ich noch brauchen. Wenn wir dann mal zu den befestigten Siedlungen irgendwann kommen. Das werden die ja auch haben. Meine Plinkler können mal losziehen. Mal schnell umgeschaut. Nö, es ist nichts hinter mir. Finde ich okay. Insofern schon mal gar keine Probleme. Dann, ja, nehmen wir einfach mal wie immer Legionäre und rücken vor. Ein paar wurden hier schon ziemlich dezimiert irgendwie von meinen Katapulten. Die sind echt praktisch, die Dinger. Schießt auf sie! Blinkler! Geschosse bereit! Zu Befehl! Hier nach! Mein Legat kann auch mal vorrücken. Vielleicht kriege ich meine Krieger nach da oben. Das wäre ziemlich die geniale Ausgangsposition eigentlich. Schnell mal umgeschaut. Nee? Okay, passt. Die haben keine Munition mehr, okay. Ja, der kann sich mal was antun mit seinen Plänklern da. Zu Kampf bereit! Ich erwarte euren Befehl, Einsatz! Legionäre! Legatum! Stolze Römer! Legionäre! Doppelte Geschwindigkeit! Das sieht eigentlich doch schon wieder ganz okay aus von der taktischen Situation her für mich. Wir warten auf einen Befehl. Blinkler!
So. Fühlt euch gepeitscht. Und tötet alles, was hier vor euch ist. Ja, hier hinten hat es schon mal einmal frei funktioniert, würde ich sagen. Hier hinten flüchtet auch alles. Legionäre! Legionäre!